Total spannend. Hallo, ihr Spannend. Lieben. Was ganz spannend ist, ich bin hier immer noch im Silicon Valley unterwegs und neben mir sitzt Mike Müller. Das Spannende ist, Mike hat mir erzählt, dass er in Solingen geboren ist. Solingen ist ja nicht so weit weg von Remscheid, also quasi einer aus dem Bergischen Land. Aber du bist seit wann? Seit 4 Jahren? Seit 64 und Remscheid ist nur unterbrochen von Solingen durch die Wupper. Ja, genau. Und das durch Und die Münchner Brücke. die Münsterbrücke ist immer noch der höchste Bogen der Welt. Ja, wow. Und das Spannende ist, Mike, du hast beim Apollo-Programm mitgearbeitet Ja. und hat die Keyboards für Apple entwickelt. Also quasi war schon, wie viele Jahre warst du bei Apple? 10 Jahre. Keyboards, alle Peripheriegeräte. Mein Deutsch ist nicht so gut. Ja, Printers, Monitors. wir machen das nur für euch in Deutsch, Ja. damit die Masse das auch versteht. Aber das Spannende ist, wir sind heute hier zusammengekommen und Mike erzählt mir, ich meine, er ist Künstler, Designer, Entwickler und ist heute an einem Projekt beteiligt, was so extrem spannend ist. Und das passt total zu dieser Medizintechnik, wo wir die letzten Tage schon drüber gesprochen haben. Mike, ihr macht bei PhysioQ. PhysiQ, wir haben ein Patent in Amerika, um den Blutdruck 20 bis 30 Millimeter Mercury zu senken. Und Mit einer 5 Minuten non-invasive, also nur hinhalten. Nach 5 Minuten senkt sich der Blutdruck bei 20 bis 30 Überlegt euch Punkte. das. Das heißt also quasi die Haupttodesursache in Europa zu hoher Blutdruck. Man merkt es nicht, man fühlt es nicht. Und es gibt ein kleines Gerät, das hält man dort dran. Das macht man für 5 Minuten. 5 Minuten pro Tag. Nach 30 Tagen bleibt der Blutdruck runter für 24 Stunden. Und wenn man das mal weiterdenkt, das heißt ja immer, das Gerät, ich habe es gerade in der Präsentation gesehen, physisch macht es im Gehirn genau das, was Blutdruckmedikamente, also blutdrucksenkende Medikamente machen. Nur es wird ohne Medikamente, ohne Nebenwirkungen. Es passierte quasi einfach mit einem Gerät, was man dorthin hält. Und wenn man das 30 Tage macht, bleibt das, dann braucht man es nicht mehr so oft wiederholen und Nein, dann. man soll es jeden Tag machen, aber Okay. dann bleibt es für 24 Stunden intakt. Oh, ist das fantastisch? Also. Also das erste Mal zum Testen, wir testen also tausende Leute, wir haben 5000 Produkte verkauft und wir haben exzellent Resultate erzielt. Naja, aber nach den ersten 5 Minuten, nach 10 Minuten nimmst du deinen Blutdruck wieder und der hat sich schon gesenkt bei 20 bis 30. Fantastisch, also. Aber dann nach 2, 3 Stunden. 2, 3 Stunden jetzt wieder vielleicht höher. Also nach 30 Tagen bleibt er für 24 Stunden. Man macht das 30 Tage und dann hat man sich eingestellt quasi auf das Niveau und dann macht man es wie Sport, nur man braucht es halt 5 Minuten nur zu machen. Das wird die Welt verändern. Es ist echt toll zu sehen, welche Dinge passieren und vor allen Dingen, welche genialen Genies an der Entwicklung und an der Vermarktung beteiligt sind. Also euch eine gute Zeit, Mike. Ja. Das ist also das erste Produkt, was wir patentiert haben, pending weltweit. Das zweite Produkt ist ein Biosensor. So, Hast der du mir gerade gesagt, wo man den Blutdruck Biosensor, messen kann? dann können wir, da sind, wir sind die Ersten, wo es wirklich funktioniert, per Apple. Da, wo wir Vergleiche gemacht haben für deren Requirement zwischen einem Cuff und unserem einfachen Zwei-Finger-System für 30 Sekunden, zeigt dir den Blutdruck und schickt das über ein App zu deinem Doktor und so weiter. Das ist also ganz toll, wir arbeiten daran, aber es wird wahrscheinlich ein paar Monate dauern, bevor wir die ersten Also Produktions wenn wir uns das nächste Mal sehen, haben wir ein Gerät und dann. haben wir ein Gerät, genau. Also seid gespannt. Vielen, vielen Dank. Und dann das dritte Gerät, Ah, wow, es geht weiter. Okay. ähnlich wie hier, du hast Kopfschmerzen, dann hältst du das hier oben hin, für 1 Minute, die Kopfschmerzen sind weg. Wir haben also hunderte von Leuten getestet. Wenn wir jetzt Aber es ist schwierig, diesen Test zu machen, nämlich wie kommt man da dann 100 dran? Leute, die Kopfschmerzen haben. Ja, wie kommst du zur gleichen Zeit dahin? Ne? Und wenn jemand Migraine Headache hat, das ist noch schlimmer. Ne? Ja, also Migräne, ja. Auch, ist auch, hält 2 Minuten hin, die Migräne ist weg.
Aber das Testen ist nicht so einfach. Okay. Also wenn wir jetzt ein Teleshopping-Sender wären, würden wir jetzt Hunderte davon verkaufen, sind wir natürlich nicht. Also es ist wirklich ein medizinisch-technisches Gerät. Es ist gerade in der letzten Entwicklungsphase. Die ersten Tests laufen gut. Und wie gesagt, das ist ja nur mal ein Bericht, dass es das gibt. Und das wird es schnell geben. Wir bleiben in Kontakt. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns kurz eine PN oder postet es unter den Bericht. Danke. Prima, hat mich gefreut. Okay, Wiederschauen.